Ich merke es jetzt immer wieder. Es ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und damals war ich halt noch in der Ausbildung und hatte halt einfach dafür gar keine Zeit. Da waren die Prioritäten einfach falsch gesetzt, ne? Und da gab es dann so einen Moment, das war, da musste ich irgendwas fertig machen. Auch für die Ausbildung. Und da habe ich dann den Abgabetermin verpasst, beziehungsweise nicht dran gedacht, dass ich das abgeben muss. Und dann habe ich gedacht, okay, ey, das kannst du so nicht weitermachen, du kannst nicht beides aktuell, ne? Und da habe ich halt gesagt, okay, lässt es mal sein. Ne, dann beendest du das mit dem Let's Playen erstmal. Vielleicht fängst du irgendwann wieder an und ja, das hat sich natürlich jetzt wieder so ergeben. Ich sag mal, es ist gerade so im Hinblick auf Oblivion, ist es ja immer schwierig aufzunehmen. Das habe ich, glaube ich, schon in der einen oder anderen Folge erzählt bei Oblivion. Das ist leider so. Und da habe ich halt auch wirklich mit zu kämpfen. Da muss ich immer gucken, da muss ich mir über Zeit freischaufeln, aber dann auch in der Woche ist das immer schwierig, weil ich dann so, ne, dann kommt man von der Arbeit, hat man keinen Bock aufzunehmen und dann sitzt man da. Oh, eigentlich müsstest du, und dann zwingt man sich selber dazu und das ist schon blöd und ich will mich nicht dazu zwingen, weshalb jetzt auch eine Woche kein Oblivion kam. Wenn die Folge hier online kommt, dann oder, ja, die Folge nicht, aber die erste Folge von City Skylines, dann wird es auch Oblivion wieder geben, ne, also die Folgen sind fertig gerendert und alles, weil da muss ich nochmal extra rendern, tatsächlich. Das hat nur einen Hintergrund und das ist, am Ende kommt ja immer dieses Schnipsel-Verbrennen-Dingens-Zeugs, das ich da eingefügt habe. Und das ist das Einzige, warum ich Oblivion nochmal extra rendern muss. Klingt echt ein bisschen dumm, aber es ist wirklich so, ne? Also nur deswegen rendere ich Oblivion nochmal extra. Guck mal, wir können ja hier neben dem Friedhof. Nein, 90 Grad. So, 90 Grad Winkel. Okay, 90 Grad Winkel. Schöne Kästchen hier. Ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ja nicht nur Minecraft, sondern alle Projekte nicht weitergingen. Ne? Also, und damals war das halt auch so, ich habe halt gar nicht wirklich den Anschluss gefunden, beziehungsweise es hat sich ja gar keiner angeschaut, ne? Also hier ist es jetzt ja so, es sind wenige, aber es werden ja stetig mehr und das freut mich natürlich umso mehr, dass auch viele Leute hier einfach zuschauen, immer mehr Leute auch auf den Kanal aufmerksam werden. So wünsche ich mir das halt auch einfach, ne? Dass man auch einfach so eine kleine Community hat, die sich das ganze Zeugs auch anschaut, was man so hochlädt. Und das war halt damals überhaupt nicht der Fall. Weiß nicht, ob das damals die falschen Projekte waren oder so. Und jetzt freue ich mich einfach, dass ihr auch einschaltet, dass ihr euch die Projekte hier auch gebt, ne? Dass ihr Bock habt, euch das anzuschauen. Und da macht das Ganze ja auch viel mehr Spaß und viel mehr Sinn und dann hat man auch so ein bisschen so, man weiß, okay, da schauen Leute zu. Wir brauchen mehr Industriegebiete, sehe ich gerade. Weil wir ja jetzt wieder die Bewohnerzahl erhöht haben. Machen wir hier so ein kleines Industriegebiet wieder. Das ist aber eine doofe Kreuzung hier. Das ist aber eine doofe Kreuzung. Egal, wir lassen die jetzt mal so. Es entsetzt mich. Ja. Die beschweren sich die ganze Zeit über die Gesundheitsversorgung, aber die ist doch eigentlich gut. Ich finde schön, dass der Strom über die Straßen geregelt wird. Dass man nicht noch irgendwie 10 Stromleitungen irgendwo hin basteln muss.
Dann wenn ich jetzt hier hinten hin will, also wenn ich hier irgendwann baue, hier irgendwo hinbaue, kein Benzin mehr, besucht unsere neue Tankstelle in der Zypressenstraße 125. Yeah. Mhm. Ja, wenn wir hier irgendwann bauen, dann haben wir hier direkt Strom. Das finde ich nice. Also eigentlich wird die Stromversorgung jetzt über die Straßen mit geregelt. Das freut mich. Ah, das ist ein Problem hier. Ich glaube, das wird uns noch um die Ohren fliegen. Hier diese Ecke, das ist keine schöne Kreuzung, muss ich ja sagen. Vielleicht machen wir hier eine Ampel hin. Guck mal, diese kleinen Autos hier, voll süß. Ah, jetzt wollen die natürlich wieder mehr Wohngebiete. Leute, wir kommen gar nicht hinterher. Ich finde das hier, sieht das irgendwie so, ne? Hier, das war unser Anfang hier und jetzt ist das schon so riesig, ey. Ist euch auch aufgefallen, dass es nirgendwo freie Wohnungen gibt? Ach, leck mich doch an der Foot hier, sag mal. So richtig provokant hier. Ist euch das auch schon aufgefallen? Nein, ist mir nicht aufgefallen. So, hier, da habt ihr neue Wohnungen. Guck mal, Häuser sehen alle gleich aus. So sieht das aus. Bevölkerung erhöht, Bürgerzufriedenheit erweitert. Und wir haben gleich die nächste Stufe erreicht. Werd mal schauen, wie lange ich die Folgen mache. Wobei, wenn ich das jetzt erwähne, ist das auch schon irgendwie zu spät, weil wir sind ja, glaube ich, dann schon, je nachdem, wie lange ich die Folgen mache, bei Folge 5 oder so schon. 4, 5. Ba, ba, ba. Renate Neumann. Feiert ihr die Sonne eigentlich genauso wie ich? Hashtag Sonne. Jede Menge Freizeit. Hashtag glückliches Leben. Von Linda Schmitz. Linda Schmitz. Sehr schön hier. Oh, guck mal. Die Bilanz läuft langsam, ne? Langsam geht es aufwärts, Leute. So, wir erweitern mal unsere Hauptstraße. Guck mal, bis hier hinten hin. Wie lang die noch geht, weiß ich noch nicht. Aber direkt an der Kreuzung wohnen würde ich jetzt auch nicht wollen. Nein! Ah, ich will das nicht. Nein, stopp, halt. Ah. Verdammt. Kann man das löschen? Verdammt. Nee. Ich dachte, das geht. Ja, obwohl, wir müssen ja wieder Gewerbegebiet machen. Dann machen wir Gewerbegebiet erstmal hier hin. In dieser Stadt ist es so unglaublich laut. Ach ja, Moritz Schneider, dann zieh doch woanders hin, du. Meckerkopf, ey. Die ganze Zeit am Meckern. Der Moritz. Beethovenstraße. Ja, unsere Hauptstraße ist die Zypressenstraße. Und die Beethovenstraße ist auch schon ziemlich groß. Wie sieht denn die Verkehrsdichte aktuell aus? Das müssen wir auch im Blick haben, ne? Straßen. Auf jeden Fall sind die Straßen schon mal... Straßenwartungswagen. Okay. Parkanlagenverfügbarkeit. Oh. Verkehrsfluss. An sich, hier so in dem Bereich ist es schon orange. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber hier hinten läuft es noch. Warum es hier gelb, hier rot ist, verstehe ich nicht, weil hier ist nichts. Ja, und das ist wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich noch unsere, ja, da, hier ist klar, weil,
in der Zypressenstraße fahren die ganzen, na, das ist die, unsere Hauptstraße, ne? Das ist unsere Hauptstraße, da läuft das Ganze. So, Müllverarbeitungsstatus, Mülldeponie, Verfügbarkeit 100%, gelagert 0. Die Leute sind wie nennt man das denn? Ökologisch. Also sie verschwenden nicht sehr viel Müll. Sie brauchen nicht sehr viel Platz zum Müll deponieren. Oh, wir brauchen mehr Industrie schon wieder. Hupsala. Hätte ich doch glatt vergessen. Das ist jetzt blöd. Warte mal. So. Wechsel gleich mal wieder die Musik hier, ne? So, jetzt haben wir natürlich die Industrie genau im Wasser. So. Guck mal, schon 391 Leute hier in der Stadt. Und unsere Einnahmen gehen in die Höhe. Und unsere Ausgaben sind konstant. Ne? Dienstleistungs- und Unterhaltungskosten, klar, natürlich. Man muss ja auch irgendwo Sachen ausgeben. Ja, kleines Dorf, gratuliere, du kommst sehr gut voran. Meilenstein 2 freigeschaltet. Sehr schön. Fortschrittmenü. Zeig mal her, hier. Darlehenlimit. Wir können jetzt ein Darlehen von 150.000 aufnehmen. Lassen wir aber erstmal. Neuer Entwicklungsbaum. Cool. So, was können wir denn? Schnellstraßen. Okay, das brauchen wir aktuell noch nicht. Große Straßen, sehr breite, mehrspurige Straßen auch erstmal nicht. Parkplätze. College. Ja, lass uns erstmal die ganz normale. Das vielleicht auch erstmal nicht. Krankenhaus. Ja, in einem Dorf jetzt nicht unbedingt so. Vielleicht hier so. Richtung Strom. Notstromaggregatstation. Okay. Lass uns das mal nehmen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. So, natürlich wollen die Leute hier auch weiterhin. Eine Schule können wir jetzt bauen. Eine kleine Grundschule hier. Yay, die Leute freuen sich. Eine höhere Schule können wir gleich daneben anbauen. Alter, wie riesig die ist. Ich mache mal hier so eine Straße hin. Unser Bildungssystem ist großartig. Ich bin so froh, in dieser Stadt zu leben. Wir haben gerade mal eine Schule errichtet und er freut sich schon Ast ab. Oder sie. So, guck mal. Dann machen wir hier noch eine Schule hin. Hier so eine höhere Schule, so eine Hochschule. Was haben wir denn neu? Achso, den die Notstromaggregatstation. Die habe ich ja gerade freigeschaltet, ich Idiot. Bildungsverteilung. Sekundarschule, College, Universität. Ja, eine Grundschule haben wir. Dann machen wir hier. Oh, die ist aber teuer, ne? Aber egal. Wir brauchen die. Guck mal. Hier haben wir jetzt eine Grundschule und eine höhere Schule. Oh, nice. Guck mal, wie schön.
Unterstützt eure einheimischen Betriebe. Tolles Kundenservice. Besucht, tolles Kundenservice? Toller Kundenservice. Alter, guck mal, wie schnell das jetzt hochgegangen ist. Wir brauchen mehr Häuser. Alter, wie schnell das jetzt geht. Nice. Schön. Das freut mich doch. So, guck mal, und hier drumherum können ja Leute wohnen, ne? Dann können wir hier wieder so... Ah, Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Die würde ich aber gerne lieber hier so hinmachen. Vielleicht so... Genau, neben den Reihenhäusern. Und hier hinten dann nochmal wieder so geringe Dichte. Guck mal, hier haben wir jetzt auch wieder... So... Was haben wir denn noch so freigeschaltet? Außer das. Achso, nordamerikanisch natürlich, klar. Wir können auch amerikanische Viertel machen, aber erstmal bleiben wir beim europäischen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wie ich hier gebaut habe. Ne? Also, kann man sicherlich besser machen. Und wir haben schiefe Straßen. Das Industriegebiet ist schief, sehe ich gerade. Hier. Das ist schief. Durch diese Straße ist alles irgendwie schief geworden. Hier haben wir alles noch gerade schön, ne? Hier mit Friedhof und so. Ach, schön. Ja, 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 ja. Du mit deiner Gesundheitsversorgung da. Meine Güte, da oben ist doch die Arzt. Wo ist die? Ach, da. Ah, wobei, vielleicht machen wir hier unten gleich noch eine Arztpraxis hin. Aber gerade haben wir die Ausgaben wieder in die Höhe getrieben mit, vielleicht können wir die Steuern ein bisschen höher. So. Weiß nicht, ob das was bringt. Wir freuen uns die Eröffnung unserer neuen Fabrik in Amsel. In Amselstraße 470, okay. Oh, wir brauchen mehr Gewerbegebiete. Das lässt sich aber ganz schnell lösen hier. So. Haben wir. Haben wir gemacht. Oh, wie schnell das jetzt geht, ne? Ich glaube, wir haben. Den Sprung geschafft. Ich weiß aber nicht, ob das flüssig läuft. Jetzt gerade läuft es nicht flüssig. Guck mal, wie schön das aussieht, ne? Aber das hier sieht schon echt merkwürdig aus. Alle Häuser sehen gleich aus hier. Wir können ja mal näher rangehen hier. Hä? Leck. Schön. Wem gehört das Auto? Sportwagen, Privatfahrzeug, Besitzer, Familie Schmitz. Ach, diese Meckerköppe. Ah, nee, die haben sich ja, die waren eigentlich immer zufrieden mit allem. Popmusiker anwesen. Die Terrasse dieses Hauses eignet sich perfekt für die Partys, die der hier lebende Popstar gerne feiert. Okay. Spezialgebäude? Popmusiker anwesen. Wohlbefinden in einem Umkreis von 500 Meter. Oh.
Popmusiker.